Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute bei der MTB Sohn Spree mal wieder zu Besuch. An Mülheim an der Ruhr, ich habe es nicht vergessen, Leute. Und wir sind heute da, um eigentlich nur das Aubert nochmal für die Michi abzuholen. Allerdings gibt es ein paar News, ein paar Neuigkeiten, ein paar neue Räder, die hier stehen. Und deswegen machen wir gleich so eine kleine Runde durch den Laden. Und außerdem wollte ich mir mal Gravelbikes anschauen gehen, drüben in dem Laden. Ich glaube, den kennt ihr noch gar nicht. Den zeigen wir euch dann auch mal kurz. Let's go. Das Bike, was mich als allererstes hier interessiert, wie vielleicht auch schon viele andere Leute in der Community, ist das Transition Relay. Und da hinten steht ein gutes. Es gibt ja gar nicht so viele, glaube ich, ne? Die schon in den Läden stehen. Es wurden bis jetzt nur ein paar Stück ausgeliefert, obwohl mittlerweile haben, glaube ich, einige Läden das Relay bekommen. Also, wir haben es jetzt auch schon ein bisschen länger bei uns stehen, aber mittlerweile sind die da fleißig hinterher, dass sie die Räder ausliefern. Habe ich aber richtig verstanden, dass das auch volle Bikepark-Zulassung, volles Programm hat? Genau, das Rad hat eine Bikepark-Freigabe. Mit Akku, ohne Akku. Das haben die gemacht, weil die ja da in Washington, wo die sitzen, Trails haben, wo man nicht mit dem E-Bike drauf darf. Dementsprechend haben sie dann das Rad so gebaut, dass man den Akku entnehmen kann, damit sie bei sich die Trails, die Berge hochfahren können. Oben Akku in den Rucksack packen und dann damit die Trails runter können. Geil. Wie viel wiegt das jetzt, was hier steht? Das ist jetzt die Carbon-Variante, die GX. Das liegt bei 19,5 Kilogramm, so wie es da steht. Bekommt man natürlich eine Top-Ausstattung noch mal ein bisschen leichter. Und es gibt ja auch noch eine Alu-Variante, die dann halt dementsprechend ein bisschen schwerer ist. Ich bin eben schon eine kleine Runde drauf gesessen. Und es fühlt sich so an, als ob man direkt nach Hause kommt. Also es ist richtig cool. Ist jetzt L, sogar meine Größe tatsächlich. Und man hört wirklich vom Motor so richtig, richtig wenig. Ne? Also Bosch-Motor kannte ich ja schon, ne? Der ist laut. Dann der vom Specialized ist auch laut. Und hier ist echt wenig. Du sagst, unter Volllast hört man den schon, ne? Aber ja, unter Volllast, klar, Elektromotor. Man hat halt die typischen Elektromotorgeräusche. Aber es ist halt kein Vergleich zu den anderen Mitbewerbern auf dem Markt. Also es ist schon Wahnsinn. Und man hat halt kein Klappern mehr. Kein Klappern, das ist das Stichwort für viele. Also ich finde das mega geil, das Bike. Hat natürlich auch einen stolzen Preis, aber Transition, alle Bikes in einem stolzen Preissegment. Könnte ich mir schon vorstellen, so als nächstes E-Bike, oder? Ja, wir haben allerdings auch was Neues, das steht da drüben. Das ist ein Highbike und das hat auch eine ziemlich gute Ausstattung und einen wesentlich günstigeren Preis, also eher so Preis-Leistungskracher. Das schauen wir uns als nächstes an. So, wir sind am nächsten Bike angekommen. Wie heißt das Ding überhaupt? Das ist das Highbike Enduro mit 180 mm Federweg vorne, hinten. Öhlins-Ausstattung, also Fahrwerk. Bisschen schwerer als das Relay. Ja, ist halt ein Full-Size-E-Bike. Ne? Man hat einen großen Akku, 720 Wattstunden Akku. Yamaha. Von Yamaha, genau, PWX3 System, also der Nachfolger von dem PWX2. Das sieht auch richtig geil aus, ne? Das Bike. Und halt auch optisch. Was für harte Downhills und schon eher eine Ballerbude. Ja, wenn man sich auch gar nicht anstrengen will bergauf. Genau. Also ich finde halt für, wenn man jetzt überlegt, was hier alles dran ist, also müssen wir klar sagen, ne, ist immer teuer, so Fahrräder, ne, klar. Aber andere, wenn du jetzt an Transition die Ausstattung packen würdest, ja, was hättest du dann, 16.000 Euro? Ja, 14, 15. Denke ich mal, ja. Magura MT7 Bremse, Öhlins Fahrwerk, schon cool, ey. Ja, D-Max Laufräder. Also da bleiben eigentlich keine Wünsche mehr offen bei dem Rad mit der Ausstattung. Und was ich immer geil finde, ist, wenn man sich ein Fahrrad kauft und die Reifenkombi schon gut ist, ne? Hier ist jetzt schon ultra soft vorne, hinten soft. Das finde ich auch immer geil. Also so die Reifenkombi würde ich halt so auch fahren. Weil oft
Nehmen wir jetzt zum Beispiel das Orbea Rise, so, da müsste man die Reifen jetzt nochmal tauschen. Ja, man kann die ja in der Vorkonfiguration auswählen. Wenn man da irgendwie ein bisschen mehr bezahlt, kann man da halt schon die Reifen, die man möchte, auswählen. Habt ihr das so konfiguriert oder ist das, nein, kommt das, ist das so? Das kommt so von Highbike? Das kommt so von Highbike, genau. Das haben die so rausgebracht. Okay. Der Motor, Drehmomentmäßig und so weiter, Akku? 85 Newtonmeter hat der PWX3. System ist ein bisschen anders wie beim Vorgänger. Die haben halt das so gemacht, dass du im Turbo-Modus halt, wenn du reintrittst, der Motor nicht sofort die ganze Kraft entfällt, sondern je mehr Kraft man auf das Pedal gibt, umso mehr Kraft entfällt der Motor halt auch und gibt die Newtonmeter frei. Das heißt, wenn ich einen steilen Anstieg habe, bin im Turbo-Modus und tritt da rein, damit das Hinterrad nicht einfach durchdreht die ganze Zeit, sondern damit man vernünftige Traktion hat. Und gewichtmäßig sind wir hier bestimmt Full-Size 25 Kilo oder so. 25 Kilo, genau. Gut, 180 mm Federweg, ja, vorne und hinten. Ja, ja. Coil und auch noch. Coil, Doppelbrücke, ja. Dann der große Akku, 720 Wattstunden. Sehr gut. Ja. Wenn ich jetzt überlege, dass mein Focus hatte 26 Kilo und hatte nur eine Sepp und einen Luftdämpfer und 600er Akku. Auf jeden Fall Bosch-System, ja. 625. Ja. Ja, also da ist auf jeden Fall, geht das trotzdem klar. Ich glaube, das ist wirklich so ein Fahrrad, das holt man sich, wenn man halt ja einfach bergauf sich nicht anstrengen will, runterballert. Für so super krass verspielte Trails würde ich jetzt nicht nehmen, aber um schnell zu fahren halt, ne? Ja, vor allem wenn man nur ein Fahrrad haben möchte, trotzdem irgendwie einen großen Akku haben möchte, einen dicken Motor mit vielen Newtonmeter, aber trotzdem mit dem Rad zwischendurch auch mal im Park fährt und härtere Strecken fahren möchte, ist das eigentlich das perfekte Rad. Ja, gibt also nicht nur leichte E-Bikes, Leute. Es gibt auch noch volle Unterstützung. Keine Angst für die, die sich nicht mehr anstrengen wollen, so wie ich früher. Aber ich bin ja jetzt auf dem Modus, ne? Gravelbike kaufend. Meine Ausdauer wird sich verbessern. Wir haben noch ein Fahrrad. Und von dem Fahrrad werden wir auch noch ein besonderes Extra-Video machen. Das zeigen wir euch gleich vorne. Gut, das letzte Bike, was neu ist, ist das Ghost Path Riot. Alle, die den Corby verfolgen, kennen diese Geo schon. Und der André hat sich jetzt das Fahrrad tatsächlich geholt. Also das ist jetzt nicht Andres, sondern das ist im Laden, also ihr könnt das kaufen. Allerdings, da der André auch so einen hat, können wir ein richtiges Video dazu mal machen im Park, auf Trails und so weiter und so fort. Also da wird auf jeden Fall noch was kommen. Ich weiß gar nicht, ich weiß wirklich gar nicht viel über das Bike. Ich weiß nur, dass auch der Fazura-Motor drin, das klappert nicht. Erzähl du mal ein bisschen, du hast jetzt ja dein Fahrrad. Hier haben wir Fazura Ride 60 Motor drin, 430 Wattstunden Akku, 60 Newtonmeter, die Cura 4 von Formula, Fox Ausstattung. Gewicht, wie viel Gewicht wird das? Gewicht sind wir bei der Ausstattung bei 20,5 Kilogramm mit Pedalen. Gebe aber auch nochmal in der hochwertigen Ausstattung. Wenn ich jetzt High-End haben will, wie leicht ist es dann? High-End sind wir bei 17,5 Kilogramm. Das ist ja schon krass. Ja. 17,5 Kilo ist schon krass. Und da saß ich eben natürlich auch schon eine Runde drauf. Das fühlt sich ein bisschen ähnlich an wie das Relay tatsächlich. Obwohl das Bike jetzt M ist und das Relay L. Aber da merkt man mal wieder, dass man einfach auf dem Fahrrad draufsetzen muss und das mal fahren muss ein bisschen. Und nicht einfach blind im Internet bestellen sollte. Ich freue mich mega, wenn wir das Bike mal richtig fahren gehen. Das wird auf jeden Fall spaßig. Und dann hat man nämlich auch nochmal so einen Vergleich jetzt. Dem Levo, was ich jetzt habe, was ja eigentlich Trailbike-mäßig fast so in der gleichen Kategorie spielt. Wobei das ja, von wie es aussieht und da steht, sieht viel mehr nach Abfahrt aus. Ne? Ja, das ist auch sehr abfahrtsorientiert. Wir haben vorne 160 mm Federweg, hinten nur 140, also eigentlich Trailbike-typisch. Aber durch das Steuerrohrwinkel, den wir hier haben mit dem Nachlauf, ist es eigentlich eher eine Geometrie vom Enduro-Rad. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Ghost hat ja diese Superfit-Geometrie, dementsprechend fallen die Ghost-Räder auch immer ein bisschen länger aus, im Gegensatz zu anderen Herstellern. Ja, und hinten mit dem neuen Hinterbau, mit der Umlenkung ist natürlich... Gibt mehr Reserve. Fühlt sich auf jeden Fall nach mehr Federweg an wie 140 mm. Ja, ich bin richtig gespannt, Leute. Dazu kommt auf jeden Fall ein einzelnes Video. Außerdem gibt es jetzt hier diese Marke hier, Forbidden. Da haben wir leider jetzt noch kein Bike hier im Laden, aber Forbidden ist jetzt auch in the house. Das heißt, da wird es auch demnächst mal Bikes geben.
Wir gehen uns aber jetzt Gravelbikes anschauen. In der verbotenen Area der Roadbikes. Auf geht's. Viel haben wir jetzt nicht, weil einfach die Frage, wo uns nicht ist. Ne? Aber das ja in Lila ist echt doch schick, oder? Ich weiß gar nicht, was wir so ausgetestet haben, Gravelbike. Ich weiß auch nicht, was das hat. Sogar liegen. Das fühlt sich so falsch an alles, ne? Aber gut, du fährst ja auch eigentlich mit dem Gravelbike, oder wenn du, genau. So, ne? Genau so, damit an die Bremsen kommen, an die Schaltung. Ja. Das habe ich schon gelernt. Wir waren auf einem Geburtstag von Steve Freund. Da war so einer, der fährt ganz viel Rennrad. Mhm. Und dann hat er mir, sind wir in seinen Keller gegangen, hat mir erklärt, wie die Schaltung funktioniert. Ja. Dass man so mit dem Mittelfinger oder Ringfinger geschaltet. Genau. Voll strange. Dann den ganzen Hebel. Wenn du Rad nimmst, wo du Tour mit fährst und so, da dann eher immer auf so einen größeren tendieren als in einem kleinen. Wir haben eine viel sportlichere Haltung. Mhm. Meine Damen sind kleine Fahrzeuge. Aber hier ist jetzt die, wenn du jetzt so gemütlich fährst, dann hat man ja schon noch eine recht aufrechte Haltung. Aber du bist halt schon sehr gedrungen, ne? Jetzt sieht man auf eine Nummer größer, dann bist du da drin. Du meinst, der Reach ist zu kurz. Genau, der Reach ist zu kurz. Aber so von der Länge her, vom Reach her, ist das schon vom Rahmen her was Besseres. Ja. Und steht mir das? Ja. Die Michi ist gar nicht begeistert, ne? Es ist unglaublich, wie schnell man so alles hat. Also es ist wirklich unglaublich. Ich bin noch nie sowas gefahren, ich habe gar keine Ahnung. Ich bin vor ein paar Jahren Rennrad gefahren und mit 45, 50 gar kein Problem, ne, auf gerade Strecke. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass so ein Rad mit einer dickeren Bereifung, damit man halt mal auf Waldwegen fahren kann und so. Ja, voll. Das ist halt schon wichtig. Es gibt ja sogar Leute, die damit Trails haben. Einfache Trails. Ne? Ja, ich weiß. Shepard halt dann nur, ne? Richtig. Sattel oben. Mhm. Shepard halt nur und vor allem ist das richtig komisch, mit so dünnen Reifen um Trails zu fahren. Start it up! So Leute, wir haben wieder das Rise jetzt mit dabei, allerdings nur eins für die Michi. Damit werden wir jetzt ein bisschen Spaß haben, weil wir haben jetzt beide ein bisschen mehr Zeit gerade noch und das sind die letzten Sommerferienwochen hier. Vielen Dank an MTB Zone Spree, mega, dass das so spontan geklappt hat. Und ja, wenn ihr irgendwas braucht, in der Nähe seid, Werkstatt, ihr wisst ja Bescheid, könnt ihr euch immer hier gerne melden. Ich bin immer gerne hier, fühle mich immer gut aufgehoben und viele neue coole Marken. Lasst gerne ein Abo da. Ich verlinke euch MTB Zone Spree, auch den Instagram-Kanal könnt ihr auch mal ein Abo dalassen. Dann seht ihr die News nämlich immer auch schon viel früher. Und ja, wir sehen uns, würde ich sagen, auf den Trails demnächst. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.